Hallo liebe Rammstadt-Zuschauer, ich begrüße euch herzlich zu meiner ersten Folge von Rammstadt TV. Im Hintergrund könnt ihr sehen, wie Ralf Hechler den Schwur ablegt. Doch wieso eigentlich? Schließlich fanden ja vor etwa einem Jahr schon einmal die Wahlen in Rammstadt-Miesenbach statt. Doch leider kam einiges anders wie erwartet. Mehr dazu seht ihr jetzt. Keiner von uns konnte vor einem Jahr ahnen, wie dramatisch und bewegt dieses Jahr 2015 für unsere Kommune verlaufen sollte. Im Januar 2015 wurde Klaus Leis in Urwahl zum dritten Mal in Folge als Verbandsbürgermeister gewählt. Alles deutete auf einen unspektakulären Verlauf der dritten Amtsperiode des bisherigen Bürgermeisters hin. Auch der Rheinland-Pfalz-Tag verlief in den Tagen vom 26. bis zum 28. Juni letzten Jahres bei strahlendem Sonnenschein geradezu perfekt. Für Bürgermeister Klaus Leis und ihn, Herr Hechler, waren diese Tage die Glanzpunkte in ihrer bisherigen politischen Laufbahn. Am 10. Dezember 2015 verstarb Klaus Leis nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren. In der Feuerwache sowie im Haus des Bürgers wurde mit einer Schweigeminute an ihn erinnert. Nun bemühte man sich, einen würdevollen Nachfolger bzw. Nachfolgerin für das Amt des Stadt- und Verbandsbürgermeisters zu finden. Mit wenig Zeit und wenig Vorbereitung stellten sich drei Kandidaten zur Verfügung. Wer diese drei Kandidaten waren und von welcher Partei sie kommen, dies erfahrt ihr jetzt. Ralf Hechler aus Rammstein-Miesenbach stellte sich als einziger Stadtbürgermeisterkandidat zur Verfügung und teilte sich die Bewerbung zum Verbandsbürgermeister mit Thorsten Töllner von der SPD aus Zweibrücken sowie mit Gabriele Schütz von der Freien Wählergruppe aus Kottweiler-Schwanden. Doch wie wurden eigentlich die Wahlen in Rammstein-Miesenbach organisatorisch bewältigt? Hierfür habe ich mir einen kleinen Einblick verschaffen mit der Kamera und war fleißig unterwegs in der Verbandsgemeinde, um zu sehen, was für Vorbereitungen überhaupt getroffen werden müssen. Bitte sehr. Neben dem Wahlsonntag, den 13. März 2016, hatten die Wählerinnen und Wähler auch die Möglichkeit, zusätzlich neben der Briefwahl auch in der Verbandsgemeinde Rammstein-Miesenbach wählen zu gehen. Für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Rammstein-Miesenbach standen für den Wahltag insgesamt 25 Wahlbezirke auf 5 Ortschaften verteilt zur Verfügung. Wahlbezirke bedeuten automatisch auch 25 Wahlkisten, die vorbereitet werden mussten, mit Schreib- und Papiermaterial für die Wahlhelfer vor Ort. Dann war es endlich soweit. Das lange Warten hatte fast ein Ende. Am Wahlsonntag, den 13. März 2016, fanden ja bekanntlich nicht nur die Stadt- und Verbandsbürgermeisterwahlen in Rammstein-Miesenbach statt, sondern auch die großen Landtagswahlen in ganz Rheinland-Pfalz. Dementsprechend war auch einiges los in Rammstein-Miesenbach und in der Umgebung. Mein Manager Stefan Leis und ich machten uns mit der Kamera auf den Weg und konnten so einige Eindrücke einfangen vom Wahltag in Rammstein und in der Umgebung. Hierbei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Zu Anfang wurden für so einen wichtigen Tag selbstverständlich die Fahnen gehisst, ehe die Wahllokale ihre Türen für die Wählerinnen und Wähler öffneten. Die Wahlpflichten wurden gemäß von Thomas Leis, dem Wahlvorstand, den Wahlhelfern vorgelesen. Danach demonstrierte sein Bruder Stefan Leis von der Verbandsgemeinde, wie man eigentlich wählen geht.
Mit der Wahlbenachrichtigung und dem Ausweis bekommt man die entsprechenden Wahlzettel mit Umschlag. Und nicht zu vergessen, es gab insgesamt 4 Stimmen abzugeben, daher gab es einiges anzukreuzen, sofern man Bürgerin bzw. Bürger aus der Stadt Amsterdam-Miesenbach ist. Anschließend machten wir uns auf den Weg in die verschiedenen Wahllokale, wie zum Beispiel hier in der Wendelius-Grundschule von Ramstein-Miesenbach. Danach besuchten wir die Wahlbezirke 1201 und 1202 in der Sporthalle aus dem Nachbarsort Spesbach. Weiter ging es mit dem Auto in einem großen Bogen zum Wahllokal nach Niedermoor. Und zum Schluss schauten wir auch noch im Wahlbezirk 5101 in Steinwenden vorbei. 10 Stunden lang hatten die Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben. Dann hieß es um 18 Uhr Türen zu und Wahlkisten auf. Inzwischen sind wir wieder im Haus des Bürgers eingetroffen und verfolgten gespannt das System der Wahlauszählungen. Denkt immer noch daran, es gab insgesamt 3 Wahlzettel. Das bedeutet auch dreimal öffnen, dreimal kontrollieren, ob der Stimmzettel überhaupt gültig ist, sowie sortieren und natürlich auch dreimal auszählen. Schon viel Arbeit für Werner Robte und unseren fleißigen Wahlhelfer, die konzentriert bei der Arbeit waren. Schließlich geht es ja auch um die Entscheidung, wer zukünftig sich in der Stadt und in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin nennen darf. Endlich hatte dieses Warten und diese Ungewissheit ein Ende. Mit den ersten Hochrechnungen war auch relativ schnell klar, wer das größte Vertrauen von den Bürgerinnen und Bürgern für sich gewinnen konnte. Hierfür gehen wir in den Sitzungssaal in die Verbandsgemeinde, denn dort fieberten alle dem Ergebnis entgegen. Das Herz klopfte bei vielen und die Spannung war deutlich zu spüren. Wem das nicht schnell genug war, machte sich mit dem Handy im Internet schlau oder teilte die Meinungen mit anderen Wählerinnen und Wählern in ganz Rheinland-Pfalz mit. Nach und nach kamen die Wahlkisten mit den Ergebnissen zurück in die Verbandsgemeinde und zusammen wurden die Zahlen sowie Daten durchgecheckt und schriftlich festgehalten. Dann war es soweit. Ralf Fechler kam aus seinem Büro und ließ sich beglückwünschen für die tollen Ergebnisse für die Stadt- und Verbandsbürgermeisterwahlen. Zusammen mit Frau Astrid und Tochter Johanna strahlte er vor Freude in die Kameras. Als ob er es noch nicht so ganz begreifen könne, schaute Ralf Hechler noch einmal auf die Ergebnisse. Hier nun auch für euch die amtlichen Wahlergebnisse im Überblick. Doch bevor Ralf Hechler seine Pflichten als neuer Stadt- und Verbandsbürgermeister in Angriff nehmen durfte, standen noch 2 wichtige Veranstaltungen bevor. Zum einen die Vereidigung zum Verbandsbürgermeister in der Feuerwache und zum anderen die Vereidigung zum Stadtbürgermeister im Haus des Bürgers. Und ja, leider habe ich keine Krawatte, aber ich denke, ein gewisser jemand hat dies für so einen besonderen Tag nicht vergessen. Film ab! Auf geht's zur Amtseinführung von Ralf Hechler zum Verbandsbürgermeister in die Feuerwache. Überwältigend der absoluten Mehrheit wurde Ralf Hechler schon im ersten Wahlgang von den Bürgerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach zum Bürgermeister gewählt. Ralf Hechler kennt jeden und alle kennen ihn. Als Ramsteiner entstammt er einer alteingesessenen Familie, auch wenn er 1971 in Pirmasens geboren, dieser Ausrutscher wollen wir ihm verzeihen. Die Bürgerinnen
und Bürger unserer Kommune haben Ihnen einen überwältigenden Vertrauensbeweis gegeben und wir alle wünschen uns, dass Sie dieses Amt mit viel Herzblut antreten und Sie als Bürgermeister noch lange mit großer Freude dieses Amt ausüben dürfen. Ich ernenne Herrn Ralf Pechler hiermit zum Bürgermeister. Die Ernennung erfolgt unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf die Zeit für 8 Jahre und überreiche ihm als äußere Anerkennung die Ernennungsurkunde. Amtseid abzulegen und durch Nachsprechen folgende Eidesformel den Diensteid als Beamter gemäß § 67 Landesbeamtengesetz zu leisten. Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. So wahr mir Gott helfe. Durch Überreichung der Ernennungsurkunde und Vereidigung und Überreichung dieser Niederschrift führe ich Sie in das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesendorf ein. Vielen Dank. Mit der Unterschrift war es dann endgültig vollbracht. Ich habe normalerweise, meine Damen und Herren, habe ich eine Glocke. Der Erik nämlich weiß das. Mit, wenn man in sein Amt eingeführt wird, damit die Verbandsgemeinderäte, die Ratsmitglieder zur Aufmerksamkeit gerufen werden. Das ist hier nicht nötig. Ich habe hier extra keine Glocke mitgebracht. Ich kenne den Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach seit vielen Jahrzehnten. Das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, es ist wirklich so. Man arbeitet hier gemeinsam, sehr verantwortungsbewusst. Wenn man als komplett unbeteiligter Zuhörer in die Sitzung hineingeht, dann wird man oft nicht erkennen, wer ist denn nun Opposition, wer ist in Anführungszeichen Mehrheit. Denn man merkt an den Beiträgen, alle dienen sie dem gleichen Ziel, nämlich die Verbandsgemeinde, unsere Verbandsgemeinde voranzubringen. Deshalb brauchst du keine Glocke, du brauchst was anderes. Du bekommst hier von mir einen schönen Kugelschreiber vom Landkreis mit einem Stein als für deine, nein, nicht zum Werfen. Das ist für dein Schreibtisch, damit du auf der einen Seite mit dem Kugelschreiber für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind ganz ausgezeichnet, die weiß das, die kennst du jetzt auch, damit du viele Beförderungen damit unterschreiben kannst. Und zum anderen kannst du mit dem Kugelschreiber auch viele, viele Verträge mit neu ansiedlungswilligen Firmen unterzeichnen und all die Dinge tun und unterschreiben, die man als Bürgermeister tun kann. Lieber Ralf, bleib gesund, alles, alles Gute und auf eine gute Zusammenarbeit. Sehr geehrter Bürgermeister Hechler, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Der Idealtyp eines Bürgermeisters ist eine Mischung aus korrektem Verwaltungsfachmann, dynamischen Wirtschaftsfachmann, einfühlsamen Sozialtherapeuten, weitblickenden Stadtplaner und volksnahen Vereinsmenschen. Sie übernehmen heute dafür ein gut bestelltes Haus, das Sie bereits bestens kennen. Vom Steuermann der letzten Wochen wurden Sie nun zum Kapitän der nächsten Jahre ernannt. Wir bieten Ihnen jede Unterstützung und Hilfe an, die Sie brauchen, um das Schiff, um in diesem Bild zu bleiben, auf Kurs zu halten. Auch dann, wenn es mal stürmisch und die See rau werden sollte. Auf Ihre CDU-Fraktion können Sie sich ganz gewiss verlassen. Und ich bin sicher, wenn es darauf ankommt, nicht nur auf uns. Ihnen, Herr Bürgermeister Hechler, lieber Ralf, wünsche ich von ganzem Herzen alles Gute, viel Kraft, Gesundheit, eine glückliche Hand und Gottes Segen. Sehr geehrte Damen und Herren des Verbandsgemeinderates, verehrte Ehrengäste,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Familie, Freunde, Weggefährten, meine Damen und Herren. An meinem Outfit sehen Sie, dass es ein ganz besonderer Tag ist für mich. Muss es auch sein, denn ich trage eine Krawatte. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich und bedanke mich von Herzen, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, um mit mir diesen großen neuen Abschnitt auch in meinem Leben zu beginnen. Ich sage daher ganz, ganz herzlichen Dank unseren Bürgerinnen und Bürgern für das grandiose Wahlergebnis und auch die herzliche Aufnahme bei den unzähligen Vorortterminen in allen Orten. Ein ganz großer Vertrauensbeweis, den ich auch als Stimmung damals mit nach Hause nehmen konnte. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen auf Landkreisebene, Paul, und den angrenzenden Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden. Ich habe genau wie Klaus auch höchste Wertschätzung erfahren dürfen und freue mich auf eine sehr gute künftige Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, ich bin wie ich bin, einer von uns. Wer mich kennt, und so habe ich auch vor 6 Jahren im Verbandsgemeinderat wirklich gesagt, ich möchte die, die sie mich nicht wählen konnten, mit Fleiß und Anstand davon überzeugen, dass ich doch der Richtige bin. Ich bin ehrlich, bin geradeaus, bestimmt auch fleißig. Mein Motto, erwarte nie von jemandem etwas, das du nicht selbst bereit wärst zu tun. Daher freut es mich, dass die Bürgerinnen und Bürger mit solch einem tollen Votum, das mit Sicherheit auch ein Stück Danke Klaus beinhaltet, den Weg mit mir gehen wollen. Meine Türe steht stets offen. Ich bin immer im Dialog bereit. Bin sicher nicht Dr. Allwissend und auch ganz bestimmt nicht der, der es jedem recht machen kann und auch nicht jedem recht machen will. Uns allen wünsche ich, dass wir gesund bleiben und bei all unserem Tun Gottes reichen Segen. Vielen Dank. So, die erste Vereidigung wäre geschafft. Nun springen wir rüber ins Haus des Bürgers zum Stadtjubiläum der Stadt Ramstein-Miesenbach mit der Amtseinführung von Ralf Hechler zum Stadtbürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer historischen Stadtratssitzung. Historisch, unsere Stadt bekommt heute einen neuen Bürgermeister. Und vor genau 25 Jahren wurde hier in diesem Saal der Großgemeinde Ramstein-Miesenbach vom damaligen Innenminister Rudi Geil die Stadtrechte verliehen. Am 13. März diesen Jahres wurde Ralf Hechler zum Stadtbürgermeister gewählt. Dass er gewählt wird, war recht früh klar. Es gab nur einen Bewerber. Er ist hier verwurzelt, kennt viele Leute in beiden Stadtteilen, kennt bei vielen, da muss ich mich immer wieder wundern, die familiären Hintergründe. Und das Einzige, was er nicht so gut weiß, wie der Ludwig Linsmeiler, das sind die Hausnummern zu den Leuten. Wird Herr Ralf Hechler die Ernennungsurkunde als Stadtbürgermeister Ihren Beamter durch den 1. Stadtbeigeordneten ausgehändigt? Gleichzeitig hat er erlangte und erhebt der rechten Hand durch nachsprechend folgende Eidesformel den Diensteid als Beamter gemäß § 51 Landesbeamtengesetz geleistet. Ralf, ich lese ja den Text vor. Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz. Und der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz. Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafter Erfüllung meiner Amtspflichten. Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafter Erfüllung meiner Amtspflichten. So war mir Gott helfe. So war mir Gott helfe. Ralf, ich darf dich hiermit durch Handschlag in das Amt einführen. Ich wünsche dir eine gute Hand, Gottes Segen, Gesundheit und was kann man mehr brauchen. Ich darf Ihnen kurz noch die Ernennungsurkunde vorlesen.
Stadt Ramstein-Wiesenbach, Ernennungsurkunde. Im Namen der Stadt Ramstein-Wiesenbach ernenne ich Herrn Ralf Hischler unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter für die Dauer der Wahlperiode des am 25. Mai 2014 gewählten Stadtrats zum Stadtbürgermeister. Ramstein, den 5. April 2016, Ludwig Linsmeier, erster Stadtbeamter. Nochmal alles Gute. Du musst jetzt hier unterzeichnen, dass du die Urkunde erhalten hast. Unter anderem gratulierten ihm der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat, Hartmut Ditius, sowie der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat, Matthias Hammerschmidt, und die Beigeordnete Gudrun Hess-Schmidt aus dem Landkreis Kaiserslautern. Noch ein kleines Geschenk. Naja, so klein war es dann nun doch auch wieder nicht. Aber es war eine Mordsarbeit, das Ding hierher zu bringen. Und, ja, und was ein Baum Gutes hat, er erinnert uns immer an gewisse Stunden, an gewisse Zeiten. Karl Valentin hat einmal gesagt, es ist zwar schon alles gesagt, bloß noch nicht von jedem. Daher bin ich jetzt auch noch an der Reihe. Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, verehrte Ehrengäste, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Familie, Freunde, Weggefährten, meine Damen und Herren. An meinem Outfit sehen Sie, dass es ein ganz besonderer Tag für mich ist, denn ich trage erneut eine Krawatte. Ich freue mich und bedanke mich von Herzen, dass Sie sich alle heute die Zeit genommen haben, um mit mir diesen großen neuen Abschnitt auch in meinem Leben zu beginnen. Auch für die Stadt Ramstein-Wiesenbach ist es ein denkwürdiger Tag. Trete ich doch heute in nunmehr 47-jährige Geschichte unserer frühen Großgemeinde und heutigen Stadt Ramstein-Wiesenbach erst als dritter Bürgermeister in die Fußstapfen von Julius Dibi, Pionier und Ehrenbürger Julius Dibivier, der 30 Jahre erfolgreich die Entwicklung unserer Stadt geprägt hat. Insgesamt 16 Jahre erfolgreiche und gute Politik durch Klaus Leies für unsere Menschen in Ramstein-Wiesenbach, meines engen Freundes und direkten Amtsvorgängers. Sie schlossen sich an. Sein Tod ist unbegreiflich und erst dadurch wurde diese Wahl auch notwendig. Ich bin sehr froh, dass heute neben der Familie Leies auch meine Geschwister Christina, Stefan, Mast und Ernst mit Familie, meine Mama, meine Schwiegermama und natürlich auch meine Frau Astrid und meine beiden Kinder Johanna und Simon da sind und viele meiner engen Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Stadt und unserer gesamten Verbandsgemeinde mit all ihren Einrichtungen. Insgesamt sind dies über 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr habt mir von Beginn an stets vollste Unterstützung angeboten und Loyalität bewiesen. Und dies beginnend beim Azubi, der Teilzeitkraft, bis hin zum Abteilungsleiter. Ohne Wenn und Aber, ganz große Klasse, vielen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank unseren Bürgerinnen und Bürgern hier in Ramstein-Wiesenbach für das grandiose Wahlergebnis von über 80% und auch die herzliche Aufnahme bei den unzähligen Vororttterminen, ob in Bäckereien, Supermärkten, an den Haustüren, wo ich aufgelauert hatte. Das war jeweils wahrhaftig ein großer Vertrauensbeweis, den ich auch als positive Stimmung damals mit nach Hause nehmen konnte. Liebe Ramstein, liebe Wiesenbacher, sehr verehrte Damen und Herren, ich bin wie ich bin. Ich bin einer von uns. Daher freut es mich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger mit solch einem tollen Votum über Parteigrenzen hinaus, das mit Sicherheit auch ein Stück Dankeklaus beinhaltet, den Weg mit mir gehen wollen. Ich werde mich mit aller Kraft für die Belange unserer Bürgerinnen und Bürger über die Parteigrenzen hinweg einsetzen. Uns allen wünsche ich, dass wir gesund bleiben, bei allem unserem Tun, Gottes reichen Segen. Vielen Dank. So
ihr Lieben, das war meine erste Folge von Darmstadt TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne das Video teilen, liken, kommentieren oder auch einfach meinen YouTube-Kanal Stefan on Tour mit Darmstadt TV kostenlos abonnieren. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Macht es gut, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal mit Darmstadt TV und Stefan on Tour. We'll be right back.